So, willkommen zurück. Wir sind am Friedhof angekommen. These poor people can't even afford a proper funeral. Ja. Das ist auf jeden Fall traurig. Ohne Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendetwas noch entdecken können. Ich versuche gerade, mich genauer umzuschauen. Die Mucke wieder, ne? Was ist das? 27. April. In Erinnerung an Herrn Andrew Herbst. Verstorben 27. April 1996? Fragezeichen. Ist das korrekt? Muss man jetzt wissen, wer das ist? Ich weiß es nicht. Gut. Ich glaube, hier gibt es jetzt gerade nichts mehr. So gehen wir mal da lang. Das ist irgendwie ein bisschen cool gemacht. Nein, das ist doch schon sehr cool gemacht. Finde ich. Okay. Und da sind wir. Gott, wie war das denn noch? Jetzt habe ich den Satz gar nicht richtig rausgekriegt. Warte. This could come in handy. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau. Können wir Licht anmachen? Müssen wir das? Ich glaube nicht. Kommen wir hier runter? Oh, 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 Mark. Vorsichtig. Vorsichtig. Warte, warte. Ich will hier nicht mehr runter. Ich will hier nicht mehr runter. Ich will wieder nach oben. Bitte lass mich wieder hoch. Ach, Mensch. Das ist doch unfair. Toll. Jetzt habe ich... Mark. Komm ich hier weiter? Klappt alles nicht. Ach komm, mein Freund. Du schaffst das. Wäre ich bloß nicht hier hingegangen. Kommt davon, wenn man neugierig ist, ne? Ach, Gott sei Dank. Hier gibt's eine Leiter. Ja, warte. Sie lernt aber auch nicht raus. Also ich. Aber war hier nicht noch irgendwie was? Habe ich das falsch in Erinnerung? Anscheinend schon. Gut, ich lasse es mal gut sein. Und ich glaube, das Ding... Ach du Heilige. Wie war denn das noch? Lass mich mal eben speichern. Wir speichern... Hat er das jetzt gemacht? Okay. Ja. Welcher denn noch? Wir hängen am seidenen Faden. Im wahrsten Sinne. Wie soll ich da rankommen? Das geht ja gar nicht. Oder habe ich hier noch einen vergessen? Oh. Wollen die alle weg?
Okay. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich das jetzt schon gemacht habe. Gar nicht, aber gespeichert. Aber fotografiert habe ich das nicht. Nee, ich glaube, hier geht's nicht lang. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass in irgendeiner Ecke irgendetwas ist, aber vielleicht irre ich mich da auch gerade. Ein Auto. Hier haben wir. Oh. Voll gemein. Kannst du kein Foto davon machen? Will er nicht. Okay. Und hier ist auch schon dicht. Tja. Nein, sowas. Warte mal, dann mussten wir vielleicht hier runter. War, glaube ich, ein Vogel. Ein Piepmatz. Pilze hier. Ach ja, Leider lässt sich die Aussicht dadurch nicht genießen, denn wir müssen die ganze Zeit drehen. Ah. Oder auch nicht. Alter, der Brocken. Sollte dann aber keiner mehr durchfahren, oder? Der hält doch bestimmt nicht. Da war noch was. Da oben ist eine Hütte. Weiß ich gar nicht, ob wir dorthin kommen. I still have 9 packs of batteries left. Kann ich dich fotografieren? Auch nicht. Gut, dann gehen wir mal durch die Höhle. Nein. Was? Fernhalten. Monster. Okay. Vielleicht. Vielleicht hätte ich meine Rübe hierher mitnehmen sollen, wa? Ah! Mark! Kracht das hier zusammen? Okay. Nee, das wollte ich gar nicht. Ach ja, ich entsinne mich. Das können wir schon mal fotografieren. Was man hat, das hat man. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie ich sie stellen muss. Wir werden erstmal lesen. Hallo nochmal, alles läuft wie erwartet und vielleicht sogar noch besser. Ich wusste, dass wir die besten Pilze in der Höhle züchten können.
Sogar die Jungs von Castle Rock wollen unsere Pilze. Es gab jedoch einige Probleme. Die Jungs von Turnip Hill begannen, die alte Villa zu untersuchen. Und meine Höhle ist der kürzeste Weg von dort aus. Ich kann sie nicht durch meine Pilzfarm gehen lassen. Sie achten nicht einmal mehr um das Schild. Ich glaube, sie fangen an, diesen Ort zu renovieren. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt ist Folgendes. Erstmal gucken wir uns hier nochmal genauer um. Foto hatten wir hiervon gemacht. Wunderhübsch. Und ich glaube, so viel mehr gibt es hier auch gar nicht zu sehen. Hier ist ein Hebel, da ist auch noch ein Hebel. Dreimal spülen. So, wir haben beide umgelegt, ne? Das waren noch nur die beiden, ne? Genau, dann gehen wir nach oben. Damit ich zeigen kann, was dreimal spülen eigentlich bedeutet. Sehr gut. Und das war's dann auch schon. Und damit ist das Feuer aus und wir dürfen passieren. Ist das nicht toll? So, da war er wieder, der Ladebildschirm. Ich wusste auch, dass er kommt, deswegen war ich auch so still. Ja. Und da ist sie. Die etwas unheimliche Villa. Vielleicht macht es auch die Musik. Ich weiß es nicht. Aber dieses Spiel hinterlässt schon ein mulmiges Gefühl, auf jeden Fall. So, haben wir noch was zu fotografieren? Warte. Hat er mir nicht irgendwas angezeigt? Habe ich mir das eingebildet? Weiß ich nicht. Okay. Ja, aber was hast du denn da jetzt fotografiert? Ach. Still 8 packs of batteries left. Was war das? Diese ganzen Geräusche, ne? Ernsthaft. Obwohl ich sagen muss, dass ich den Soundtrack von Infra echt mag. Ich finde den echt gelungen. Habe ich mir das jetzt wirklich eingebildet, dass man hier ein Bild machen kann oder nicht? Weil da in der Ecke konnte ich eben auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte meinen Husten unterdrücken, dass ich hier gar keinen Grund sehe. Was? Ich weiß es nicht. Okay, ich will da weg. Da sind komische Geräusche. Goodie dann. Gucken wir uns um. Hier sind Flaschen. Die müssen wir aber nicht mehr sammeln. Gott sei Dank. Ich muss sagen, das Flaschenlevel, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, raubt schon einiges an Zeit. Und die Villa, die sieht schon recht abgefahren aus, ne? Also, finde ich. Ach, hier geht's auch noch hoch. Und stellenweise... Ach, danke! Das ist nett.
Finde ich da auch Licht? Oh Gott, das war mein Handy. Mach doch nicht sowas. Wo war ich denn jetzt? Da. Oh. Mach das Licht an. Ehrlich gesagt erinnert die mich ein bisschen an Resident Evil. Also zumindest an das Remaster, so diese Ecke hier. Oder? So ein bisschen. Auf jeden Fall. Okay, da habe ich Licht angemacht, ne? Da geht nix. Au. Das ist genau derselbe Gang. Warte mal, ich sollte da vielleicht untergucken. Wäre wahrscheinlich besser. Ich find's ja gruselig hier. So, wir hören uns die Audio an. This is Max Caller, interviewing Jeff Walter. The date is December 18th, 1986. Let's continue. Now, where was I? I started to have my suspicions about this whole project. I knew that they weren't telling me everything, so I sent some people to find out what they can. They came back to me with some disturbing information. It was more than just building some weapon. I was going to tell everyone about this, but then, when they found out what I was doing, I had to run. Now I've been hiding here for God knows how many years, trying to find a way to reveal this whole conspiracy. I knew what they were doing, but nobody would believe me without evidence. Then I met Xander Berg. He was the key to this whole thing. He was the leader of the scientists at the bunker, and somehow he managed to escape. But he's very ill, and now he's... he's trying to... Can we continue tomorrow? I'm not feeling very well. Sure thing. Interesting. Mhm. Auf jeden Fall. Offensichtlich ging es Walter nicht ganz so gut. Und Xander Berg auch nicht. Weiß ja nicht, ob die davon auch schon befallen waren. Oh man, das ist so unheimlich hier, ey. Die Atmosphäre, die ist so... Ich würde hier nicht alleine durchlatschen, ehrlich nicht. Ja, für Mark ist das bestimmt... nicht so erschreckend. That's 9 packs of gamma batteries. Da haben wir auch noch einen Schlüssel. Ich weiß gerade gar nicht, wofür diese ganzen Schlüssel sind. Alles Durchgangszimmer hier, ne? War ich hier schon? Nein, ne? Da können wir lang. Die kriegen wir auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die nicht. Hier. Und da geht's weiter. Okay, dann von hier bin ich gekommen, ne? Ja, genau. Der Schatten sah so komisch aus. Ah ja. Da ist die Freiheit. Still 8 packs of batteries left. Ja, ich würde sagen, wir beschäftigen uns erstmal mit diesem Raum. Hier haben wir einen Schlüssel. Die kann aus. Ah, ja. Ich erinnere mich, müssen wir gleich mal gucken. Wo ich die finden kann. Da hat sie den Satz doch noch hinbekommen. Fascinating. Faszinierend. Total. Lieber Freund, ich hoffe, dass dieser Brief dich rechtzeitig erreicht und du ihn noch lesen kannst. Ich kann nicht glauben, wie weit wir nach all den Jahren gekommen sind. Ohne dich würde ich immer noch hier festsitzen und versuchen herauszufinden, was in diesem Bunker vor sich ging. Max Keller hilft uns jedoch, dieses ganze Chaos aufzudecken.
Ich werde Ihnen alles erzählen, was wir wissen, und ich werde Ihnen diese Liste der wichtigen SNV-Mitarbeiter geben. Es ist bedauerlich, dass du nicht in der Lage bist, dich selbst zu heilen, aber vielleicht wirst du deine Forschung über die Krankheit jemals anderen helfen. Über die Krankheit jemand anderem helfen. Es stört mich sehr, was sie damit anfangen wollten. Ich hoffe, dass du eine Heilung finden wirst. Ich möchte noch ein letztes Mal fragen, bist du sicher, dass du Eric Kleinman nichts sagen willst? Ihr beide wart gut befreundet und er könnte uns mit unserer Sache helfen. Du weißt, dass es schwer ist, jemanden zu finden, dem wir vertrauen können. Sag mir einfach, ob du ihn treffen willst und ich werde jemanden schicken, der herausfinden kann, wo er ist. Okay. Gut, in diesem Raum sind wir aber noch nicht ganz durch. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Da kann ich nicht rein. Gibt es hier Licht? Ich mag Licht. Tada! Ach du Heiliger, was ist mit dir passiert? Das war Rosenthal, ne? Das ist auch gruselig. Okay. Halt nur gerade die Augen offen. Gut, hier ist noch eine Audio, die hören wir uns mal eben an. This is Max Caller interviewing Jeff Walter. It's December 19th, 1986. Let's begin. Last time I was talking about Xander Berg. He was... What's that noise? Someone's coming. Jeff Walter, we meet at last. Who are you? You're not letting me handle this. You know who I am. I'm the one who's going to give you what you deserve. Oh, you must be Alex Hartman, and you, Eric Kleinman. It's nice to finally meet you. Berg told me a lot about you. What did you do to him? I know that you kidnapped him. I didn't do anything to him. Here, take this. You can find him there. He's not feeling well, and... Eric, you can go. And you, Walter, we have a lot to discuss. So, what do you want of me? I know that your company went bankrupt, but that wasn't my fault. Is that why you're here? You did more than that. You destroyed my life. You killed my wife, my child. And this whole damn city. Put the gun down! What did you do? It was his fault. Rosenthal did the same mistake. He didn't do what I said. You don't understand. Look, we have to talk about this. Yes, we have to. I want to show you something, okay? Don't move. What did you do? Why did you do that? This wasn't supposed to happen. Why? Why? It's over. Everything. Why is this thing on? I need... Oh, damn. Ja, allerdings. Das kann man wohl laut sagen. Ja, auf jeden Fall eine ganz schlechte Lösung für Hartmans Probleme. Was auch immer passiert ist mit seiner... Also was passiert ist, wissen wir ja schon, okay. Aber es kam mir jetzt nicht so vor, als wenn Walter... Ich weiß nicht... Es klang jetzt zumindest nicht so, als wenn er was damit zu tun gehabt hätte. Gut, vielleicht ist er auch einfach eiskalt, das weiß man nicht. Naja. Huch, was war denn das? Grün. Gut. Ach, hier geht's raus. Ja, das will ich eigentlich noch nicht. Draußen schauen wir uns auch noch um.
Aber wir werden auch nochmal nach oben gehen. Das tun wir aber im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.